herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr bemerkt, bin ich alleine. Das habt ihr natürlich noch nicht bemerkt, weil ich habe gerade erst Hallo gesagt. Aber ich bin von unserem Team, also Flo und mir, alleine. Wenn ihr uns allerdings häufiger was in den Patreon-Beutel werft oder bei Steady, dann können wir uns den Flo öfter mal wieder zurück einkaufen. Ich glaube, der muss jetzt zwischenzeitlich immer arbeiten gehen oder irgendwie sowas in die Richtung. Also macht das mal. Oder schickt ihm TikTok-Videos, wo ihr ihn zum Mitmachen auffordert. Also es wäre total cool. Von mir aus auch Instagram-Fotos oder irgendwelche Einladungen auf Snapchat vielleicht? Keine Ahnung, gibt es Snapchat noch? Ist das noch on vogue? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich ja so ein Boomer. Egal. Also, in den neuen modernen Medien eurer Wahl schickt ihm Aufforderungen. Flo, wir brauchen dich wieder zurück. Damit sie aber jetzt dann nicht eine Stunde nur mit meinem Gelaber verbringen müsst, was für jeden exklusive mir immer schwierig ist, das durchzuhalten, zumindest wenn er nicht schon 2 bis 7 Bier getrunken hat, habe ich jemanden mitgebracht, dem es viel interessanter ist zuzuhören oder derjenigen es viel interessanter ist zuzuhören, außer man geht mit ihr laufen und muss das oder will das so lange machen, bis sie nicht mehr kann, weil dann hat man ein Problem. Das ist nämlich später und zwar viel später. Auf der Langdistanz zu Hause und ich glaube, DNF ist eher nicht so ihrs. Hallo Marina, ihr habt die Marina Colassa bei mir. Hallo und vielen lieben Dank für die Einleitung. Ja, ich wusste ursprünglich nicht genau, wie ich diese Einleitung gestalten soll, weil du bist nicht so klassisch auf dem Trail abgebogen, soweit ich das mitbekommen habe, sondern du bist jetzt einige Jahre schon am Trail, aber nicht nur unterwegs, aber relativ zügig in die Ultradistanz. Stimmt es so weit? Also zumindest hätte ich das so mitverfolgt. Ja, doch, das stimmt. Ich habe die falschen Freunde kennengelernt und die falschen Kreise und so, ne? Okay, ein klassisches Motiv des Ultra-Ausdauersportlers, Ausdauersportlerin. Alles klar. Nur, du hast ja dann auch nicht zufrieden gegeben mit dem normalen Wahnsinn der 60, 80, 100 Kilometer Läufe, sondern hast du gedacht, ach, wenn ich denn so da draußen bin in Natur, dann könnte man das ja auch gleich länger genießen. Und bist dann auch in die eine Stufe drüber Wahnsinnigkeit abgedriftet, also so dreistellig. Ja, genau, eine Stufe drüber wahnsinnig. Das ist jetzt auch neu, dass ich das höre, auch total geil. Ja, kann man schon so sagen, weil irgendwie dachte ich, ich probiere es mal aus irgendwie. Also jetzt gar nicht den Gedanke von höher, schneller, weiter, sondern irgendwie hat mich das einfach gelockt. Ich weiß nicht, warum. Na, wenn ich jetzt deine Zeiten ansehe, hast du nicht den klassischen Werdegang im Sinne von, ich komme von der Straße, von der Bahn, habe eine wahnsinnige Grundschnelligkeit und ich laufe auf Sieg, wenn es um also nicht 40 Kilometer, 60 Kilometer geht. Du bist jemand, die, wenn sie vorne mitspielt, das hinten raus gewinnt im Sinne von, naja, wenn alle anderen nicht mehr können, dann machen wir halt noch ein bisschen weiter. Und, ja. Und was auch ganz lustig ist, ist, dass du offensichtlich ja eine klassische Ultraathletinnen-Grundausbildung hast. Du hast die der Sportarten gemacht, die da sehr verbreitet ist. Thai-Boxen. Echt? Kennst du viele, die das gemacht haben? Ne? Echt? In dem Bereich, ja. Und ich durfte lernen, klassische Grundausbildungssportarten für Ultra-Trail-Läuferinnen sind Thai-Boxen, Klettern und Ballett. Okay. Geil. Muss ich mir merken. Also, wenn du irgendwie Ausgleichssportarten brauchst, ja, das sind sie. Ey, und witzigerweise habe ich für den Barclay nochmal einen Kletterkurs, einen Kletterschein gemacht und so. Also, Klettern habe ich dann auch viel gemacht.
und mache ich auch total gerne. Und Ballett habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Also da, ich da fall da rein, definitiv. Jetzt haben wir es. Boah, mindblowing. Okay, also liebe Eltern, wenn die Kinder Ballett, Klettern und Thai-Boxen machen, ihr wisst, wo das endet. Ja. Lieber nicht nachmachen. Wir sind da jetzt da wirklich gleich direkt hineingegrätscht, was du alles gemacht hast. Du hast die falschen Freunde kennengelernt, hast du gesagt, und bist aber so, nennen wir es mal, ein bisschen klassisch zumindest in dem Ultra-Trail-Lauf angekommen, wenn man jetzt von deutschen Athletinnen ausgeht. Das heißt, Zugspitz, Pfalz-Trail, Kobold, also die Dinge, die man halt quasi kennt und gemacht haben muss, offenbar, die auch sehr schön sein sollen. Ja, aber ich wusste nicht, dass man die gemacht haben muss. Also tatsächlich beim Zut bin ich tatsächlich eher so reingerutscht, also wirklich im wörtlichen Sinne, weil ich bei einem vorherigen Lauf einen Monat vorher ein paar Leute kennengelernt habe, die ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt irgendwann mal, aber dass das tolle Menschen sind und tolle Freunde von mir auch geworden sind. Und die haben trainiert, speziell für den Zut, und haben dann gesagt, ach ja, hier, da gibt es auch so ein Flex-Ticket, komm doch auch. Und ich von da wusste ich noch gar nichts über Läufe oder sonst irgendwas. Ich habe den nur gemacht und dann habe ich einfach gesagt, ach ja, warum nicht? Und ich wusste ja nicht, dass es noch was anderes gibt, außer einfach einen Wald laufen. Also ich wusste nicht, dass das alpin ist und dass das anders mit den Höhenmetern verteilt ist und so. Also da bin ich wirklich da richtig blauäugig reingegangen. Zieht sich das bei dir durch? Also bist du eine spontane Läuferin, die sagt, ach, das nehmen wir noch mit, oh, den nehmen wir auch noch mit, oder planst du Dinge? Ich habe bisher eher das relativ spontan gemacht, bis auf letztes Jahr dann im Oktober, wo ich dann ja, wann war das? Ja, ein bisschen eher, wo ich wusste, okay, ich möchte für einen bestimmten Lauf trainieren. Da war es dann klar, da habe ich dann tatsächlich auch mal geguckt, als ich speziell trainiere. Aber ansonsten bin ich eher jemand gewesen, der geschaut hat, ach, das würde ich gerne mal machen und ach, hier würde ich gerne mal. Oder es haben Freunde gefragt, die sind ein Wochenende irgendwie da bei dem Lauf oder bei dem Lauf. Und dann habe ich mich dort irgendwie dann angemeldet. Also mehr aus Lust und Laune. mehr aus Lust und Laune. Ist ja interessant, wenn man dann schaut, beim UTMB den CCC gemacht. Also viele Menschen bereiten sich ja auf sowas doch ein Zeitalter vor, würde ich jetzt mal sagen, also doch einige Monate. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, das geht? Also dass du, ist deine Grundkonstitution beim Laufen so, dass du sagst, naja, also ins Ziel kommen du ja auf jeden Fall immer irgendwie. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt unheimlich auch gewachsen als Läuferin auch. Also sehe die Dinge jetzt auch nochmal ganz anders. Und damals muss man tatsächlich sagen, dass ich ja auch eine Woche oder ich glaube, das waren 2 Wochen vorher irgendwie Berlin-Mauerweg, also 100 Meilen gemacht habe und dann bei der CCC. Und den habe ich auch gemacht, weil mir den Freunde empfohlen haben. Und ich so, ach ja, dann bewerbe ich mich mal, weil beim ersten Mal gezogen worden irgendwie. Ohne das jetzt, also ich war natürlich total happy und ich habe das auch gerne gemacht. Und so. Aber ich habe das einfach so aus Spaß. Also ich mache das weiterhin aus Spaß. Ich laufe, weil es mir Spaß macht. Ich bin halt keine total, keine so eine Läuferin, dass ich irgendwie sage, ich möchte irgendwie gewinnen oder ich möchte eine relativ gute Platzierung oder ich möchte schneller als beim letzten Mal laufen oder so. Sondern ich habe es wirklich eher, oh schön, das ist in Frankreich, Chamonix, ich komme noch mal raus. Oder da sind halt viele von meinen Freunden oder Bekannten. Man trifft sich, man hat eine große Community und macht das einfach so als Happening quasi oder so als krönender Abschluss irgendwie, dann so ein Trail-Wettkampf. Und das war aber für mich auch nicht
Wettkampf, also was viele unter Wettkampf verstehen, sondern halt für mich ist es einfach wirklich dieses Abenteuer. Ich gehe raus, bin möglichst lange draußen, irgendwie in der Natur und sehe schöne Dinge, lerne neue Menschen kennen und sowas. Und da habe ich halt nie darüber nachgedacht, DNF oder sonst irgendwas. Also selbst wenn da jetzt irgendwie ein DNF gewesen wäre oder so, wäre ich gar nicht böse gewesen. Also ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss jeden Lauf finishen. Also, sondern es ist eher so, dass man wirklich eine Stärke zeigt, wenn man irgendwann sagt, man hört auf. Also aus welchem Grund auch immer. Wenn man wirklich diese Stärke beweist, zu sagen, ich habe keine Lust mehr, ich tue mir das nicht an und ich steige jetzt aus, ist das für mich eine größere Stärke, als den Lauf durchzuziehen, wenn ich weiß, ich kann den Lauf immer durchziehen. Aber das, ich habe das ein bisschen rausgehört, dass der Wettkampf da ist, ist auch schön, weil da muss man sich halt nicht um die Strecke kümmern, weil die ist dann halt markiert. Aber grundsätzlich bist du beim Wettkampf auf ein Bergmensch, also ein Landschaftsmensch und dich freut's, mit Freunden oder mit Menschen irgendwie so einen Community-Run auch zu machen. Also das ist ja eher dein Ansatz, als jetzt wirklich auf irgendeiner Zeit loszugehen. Ja, genau, richtig. Also Ausgleich zur Arbeit, ne? Ich sitze den ganzen Tag oder oft sitze ich den ganzen Tag und halt möglichst meine Zeit mit Menschen verbringen. Das ist mir immer besonders wichtig und auch heute, also weiterhin noch. Bist du jemand von denen, die da am Trail irgendwie dann andere einfach von der Seite anquatschen? Sagen, hey, du auch hier? Nein, also nee, ich bin also tatsächlich immer eher auch eine sehr stille. Also wenn jetzt auch Leute mich irgendwie anquatschen, dann bin ich auch oft irgendwie dann, ich würde von mir sagen, ich bin oft still. Manche sagen das Gegenteil, aber eigentlich bin ich eher die Stillere. Aber wenn man mal irgendwie bei einem Lauf, man läuft ja mal jemanden auf oder jemand läuft mir auf oder sowas und dann läuft man irgendwie eine Zeit gemeinsam und irgendwann fängt man an, dann doch mal miteinander zu quasseln. Und das ist ja dann immer schön. Oder man trifft halt mittlerweile, das ist ja so eine kleine Community, man trifft dann wirklich Bekanntschaften wieder, ne? Und so, ach ja, ja, jetzt laufen wir mal ein Stück gemeinsam, wenn es gerade geht und so. Und das mache ich dann eher. Du hast aber auch gesagt, du hast viel gelernt in den letzten Jahren oder siehst das Laufen jetzt auch ein bisschen anders, weil du Verletzungen gehabt hast oder weil du andere Läufe gemacht hast. Also was hat den Ausschlag gegeben? Beziehungsweise früher hast du das offenbar sehr spontan gemacht. Und inwiefern hat sich das dann gedreht? Ich glaube, das ist so die, in Anführungsstrichen, natürliche Entwicklung, die ich irgendwie gemacht habe. Also, dass man selber nochmal gereift ist in der Sache oder durch Erfahrungen, die man gemacht hat oder auch durch Freunde, die andere Wege gehen oder sowas, dass man schon nochmal für sich auch einen anderen Bezug auch zum Laufen entwickelt. Also so jetzt langfristig halt gesehen, also auch was macht der Körper mit, wenn du halt ständig irgendwie läufst? Nicht nur körperlich, also mit Knochen oder Sehnen oder sonst irgendwas, sondern auch mental, ne? Also wie schaut es dann da aus? Und ich habe eine Zeit lang oft auch viele Sachen gemacht und bin halt oft auch, also für den Tor habe ich echt auch trainiert in den Bergen oder da habe ich bewusst gesagt, ich mache so viele Einheiten, wie es geht. Aber die Berge sind ungefähr 7 Stunden von hier entfernt. Das heißt, es hat natürlich mental auch irgendwas gemacht mit einem, ne? Und dann merkt man halt schon, man wächst irgendwie zum, also nochmal anders, kannst du kaum in Worte beschreiben, aber es ist halt irgendwie so, dass man erwachsen wird, ne? So ein bisschen an der Sache an sich. Und das ist halt auch, schade. Warum? Ich weiß nicht, ich verbinde mit Erwachsenwerden meistens nichts so. Gutes. Nee, ach so, nein, da bin ich, also da, bei sowas bin ich immer Kind, aber nee, ich glaube einfach so, ja, also ich würde sagen, ich habe viele positive Dinge jetzt auch nochmal umgesetzt und ich glaube auch, dadurch, dass ich jetzt eine ganze Zeit lang gerade nicht richtig laufen kann, beziehungsweise auch keine Wettkämpfe mache, das ist es ja eher, weiß ich auch, wie sehr ich bestimmte Dinge vermisse, zum Beispiel.
Und das ist halt auch nochmal schön. Und ja, genau. Und auch für mich einfach zu sehen, okay, ich mache den Lauf oder ich mache mir jetzt nur, ich setze mir 3 Highlights oder 4 Highlights im Jahr, weil ich auch mental Ruhe brauche. Und das halt auch zu sehen, diese Reflexion zu haben über einen selber, zu sagen, hey, ich mache nicht jedes Wochenende irgendwie einen Lauf, sondern ich brauche Ruhe, ich brauche die Zeit, mein Körper braucht die Genesung und ich mental brauche die Genesung und sowas. Und das ist schön, weil es gab eine Zeit, da habe ich es so nicht gesehen. Ne? Also ich meine, 3-mal auf Holz klopfen, ich war noch nie verletzt so richtig, aber mental war ich schon sehr oft müde, glaube ich. Ja, du hast jetzt ein paar Dinge gesagt, wo ich direkt anschließen möchte zu jedem. Hast du aufgeschrieben, hoffentlich, ja? Natürlich nicht, und es sind mehr als 3, also werde ich auch mindestens eines vergessen. Macht aber nichts. Nein, das Erste, was mir eingefallen ist, du kommst ja als Bottrop. Sprich, da ist es jetzt eher weniger so alpin. Und wenn du sagst, 7 Stunden bis zum Berg, ist es trotzdem sehr, sehr spannend, dass du Jahre dabei hast, wo du doch recht höhenmeterintensive Dinge gemacht hast, mitunter dann halt so etwas wie den Tour de Jean. Also 25.000 Höhenmeter, wenn man jetzt nicht in den Bergen wohnt, ist jetzt nicht nix. Also, ist jetzt, also auf der München, im Münchner Stadion will ich das nicht trainieren oder so. Ja. Aber da war ich auch schon mal laufen. Aber solche Dinge, wenn du sowas vorgenommen hast, so zum Beispiel Tour de Jean, da hast du dich dann länger darauf vorbereitet. Oder auch wenn du sagst, du machst das spontan, muss ja gar nicht lang sein, sondern zielgerichtet darauf vorbereitet. Ja, also besser. Ja, schon, doch, definitiv. Also allein, wenn du weißt, du machst jetzt irgendwie 300 x Kilometer oder so, ne, finde ich, wäre das nicht okay, wenn man da nicht ernsthaft mal ein paar Gedanken lässt, wie man sich darauf vorbereitet. Also wenn man da auch wirklich ernsthaft den Gedanken hegt, finishen zu wollen, und zwar gesund, ne? Ja. Das ist ja immer das Ausschlaggebende. Und ich habe dann tatsächlich immer, also ich bin immer in die Berge gefahren an den Wochenenden, also mit Freunden. Wir haben da dann Übernachtungen irgendwie gebucht und dann wirklich freitags nach der Arbeit hin, abends dort gewesen, so ungefähr. Und dann Samstag oder freitags abends noch eine Einheit gemacht, Samstag den ganzen Tag oder auch mal Nachtläufe, um halt speziell auch dafür zu trainieren, dass du halt Schlafmangel hast. Und dann Sonntag noch einen kleinen Lauf und dann wieder heimgefahren. Und dieses Heimfahren war natürlich auch Training, weil du natürlich auch konzentriert Auto fahren musst. Und natürlich, wenn ich jetzt müde wäre, würde ich nicht Auto fahren, auf gar keinen Fall. Aber das ist halt, das macht halt auch nochmal müde, das Autofahren an sich. Und das ist halt gutes Training dann halt für dich mental halt auch nochmal, ne, für so ein, weil, also ich finde immer bei mir jetzt speziell, ich muss halt nicht viel körperlich trainieren. Also klar muss ich mich auf Höhenmeter einlassen und ich muss auch auf die Höhe, also es war ja teilweise auch über 3000 Meter hoch, dass ich das einmal trainiere, wie mein Körper darauf reagiert. Aber das meiste, was ich machen musste, war einfach mental, also Schlafmangel, Müdigkeit kompensieren, dann nochmal gucken, wie reagiere ich denn auch eigentlich, wenn ich müde werde und so, dass man das halt einfach weiß von sich. Naja, nachdem du ja, wie gesagt, einen der Top-Einsteigersportarten für den Ultralauf gemacht hast, also Thai-Boxen, Leidensfähigkeit ist abgehakt, geht. Definitiv. Intervalle sind damit auch abgehakt, nämlich, also diese Hit-Einheiten hast du auch trainiert dann sehr viel. Ja, definitiv auch, ja. Das ist und was dann halt überbleibt, ist tatsächlich ja Höhentraining. Wie kommst du mit 3000 Meter Höhe zurecht? Weil das ist nämlich, ist ja wirklich ganz, ganz anders, weil es ja extrem anstrengend ist für den Körper. Und was macht dein was macht dein Kopf? Leiden tut er, wenn es weh tut, das ist klar. Aber leidest du dann durchgehend? Oder bist du jemand, der so diese Wellen hat von, oh, jetzt ist toll, oh, jetzt ist blöd, oh, jetzt ist toll, oh, jetzt ist blöd? Ja, spannend.
Also auf 3000 Meter Höhe habe ich tatsächlich wenig gemerkt. Also man sagt ja, manche kriegen irgendwie Nasenbluten oder sowas. Aber ich hatte eigentlich tatsächlich irgendwie gar nichts. Also nichts, was ich jetzt spürbar irgendwie gemerkt habe. Ich habe es mehrfach mal ausprobiert irgendwie. Ich habe es öfter gemacht mit dem Stubai zum Beispiel über 3000 Meter hoch. Und da waren wir ja dann auch, also da ist ja das Ziel dann über 3000 Meter. Und da waren wir dann auch ein bisschen länger. Also wir haben uns da auch aufgehalten. Das war total okay. Und ansonsten habe ich jetzt speziell nicht wirklich irgendwas Besonderes gemacht. Okay, weil es interessant ist, weil viele sagen, es wird super, super anstrengend ab 2000 Meter. Und alles, was sie vorher trainiert haben, auch jetzt von der Dauer und der Intensität, geht dann halt noch mal mehr auf die körperlichen Ressourcen. Das habe ich auch gehört, ja. Es kann natürlich auch sein, dass ich das vielleicht auch gar nicht mehr so wahrgenommen habe beim Tor. War das ja, also die ersten über 3000 Meter Höhe, die kommen in den ersten 100 Kilometern auch. Mhm. Und der letzte kommt dann nochmal, also der ist knapp unter 3, also 2,9 irgendwas. Ist dann nochmal relativ am Ende vom Tor. Und da war man natürlich auch schon zermürbt, müde und sonst irgendwas. Wahrscheinlich habe ich das dann gar nicht mehr so krass irgendwie gemerkt. Das ist auch schon wurscht. Genau, richtig. Und du hattest noch gefragt wegen mental, also was das mit mir macht und so, welche Phasen ich habe. Ich habe das immer also sehr unterschiedlich. Ich habe meistens eher dann so eine Phase, wo ich sage, boah, jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr. Also ich weiß, der Lauf, der ist noch so lang und jetzt habe ich gerade so eine Phase, so, boah, ich würde alles lieber machen, irgendwie sitzen irgendwo, entspannt irgendwas machen, ne, oder schlafen in meinem eigenen Bett und ich habe einfach keinen Bock mehr zu laufen. So, das habe ich dann oft auch irgendwie, also dass man so Phasen hat. Oder dass man, also beim Tor speziell hatte ich einfach auch niemanden, mit dem ich reden konnte, weil da vor mir waren immer nur Italiener, die kein Englisch konnten. Das war total schwierig, weil ich halt total auf mich allein gestellt war und ich hatte halt irgendwann Langeweile, weil man mit niemandem reden konnte. Und das war halt so eine Phase, die fand ich halt. Es ist lustig, weil du auch jetzt wieder quasi das im also quasi mir ist langweilig oder ich habe keine Lust mehr hast, aber nicht mir tun verdammt nochmal die Füße weh, es geht nicht mehr, es ist also dieses die körperliche Ermüdung hast du wahrscheinlich auch, aber kommst du zu dem Punkt dann auch? Ja, doch, da komme ich auch manchmal hin, also dass ich zum Beispiel, also wir waren im Chiemgau letztes Jahr bei dem 100-Meiler und da hat es den ersten Tag nur geregnet, also es war halt auch total matschig überall und so und ich hatte irgendwann Blasen und das merkt man dann schon irgendwie, ne, man macht dann weiter und ich war, also ich bin dann nicht so, dass ich ein krasser Mensch bin, der dann irgendwie sofort sagt, oh ja, hier und aber ich merke das dann schon und das nervt mich dann irgendwann, aber ich versuche das halt auszublenden. Und wie geht's dir mit Untergrundwechsel? Also, weil das kann ja auch super, super anstrengend sein, weil du gesagt hast, es hat sehr viel geregnet und dann ist es matschig und dann hast du Blasen. Oder beim Tor bist du halt im Gebirge unterwegs. Und wenn man jetzt da aus einer Gegend kommt, wo halt Gebirge Schotterweg heißt und nicht am Grat entlang laufen, kämpfst du damit oder ist das was, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenken musst oder geht es einfach? Nee, das geht. Da habe ich mir auch noch nie so richtig viele Gedanken irgendwie gemacht. Also vermutlich halt auch, vielleicht kann das Thai-Boxen sein, wieder als Grund. Weil ich, also Thai-Boxen macht man ja barfuß, also auch nicht mit Socken und so. Und dadurch habe ich einfach auch eine gute Fußmuskulatur. Wahrscheinlich kompensiert da mein Körper vielleicht auch irgendwie was. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt, ne? Also oder Orthopäde. Aber ich laufe ja ursprünglich auch viel in Sandalen, jetzt bis auf die alpinen Sachen. Die mache ich aus gesundheitlichen Gründen und aus Schutz halt natürlich in Schuhen. Ja, also gegen große, spitze Steine kicken in Sandalen.
kann man jeden auch ohne es probiert zu haben verraten, tut es nicht, ist blöd. Ja, genau, es tut weh. Ich hatte auch schon mehrfach irgendwie einen Stock mal im Zeh und sowas. Also es ist alles nicht so easy, ja. Aber du hast es da vorhin gesagt, das mit ausdauernd und weit und so weiter. Und dir wird langweilig. Du hast ja dann auch noch Dinge getan, bei denen man sagt, okay, wenn dir irgendwann langweilig wird, weil viele Menschen weit weg sind, dann machen wir halt was anderes. Zum Beispiel im Kreislaufen. Ja. Was ja den großen Vorteil hat, dass die Strecke nicht so lang ist, man trifft immer wieder dieselben Menschen. Eigentlich super. Und du bist, ich weiß nicht, ob geplant oder auch per Zufall, in diese Backyard-Ultra-Community hineingeplumpst. Mhm, Zufall. Also ein purer Zufall. Ist jetzt auch nichts, muss ich wirklich sagen, was ich irgendwie gerne mache. Also, weil ich habe es ja vorher noch gesagt, ich bin gerne in der Natur draußen, ich sehe tolle Landschaften und neue Städte, Länder und sowas. Also ich brauche es jetzt tatsächlich nicht, immer irgendwie 6,7 Kilometer im Kreis zu laufen. Deswegen habe ich da auch gar keinen Fokus drauf. Also ja, ich habe ein paar Backyards gewonnen, mhm. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, so hey, das ist ein Format, das will ich irgendwie ausprobieren oder boah, ich kann auch weitergehen oder so. Das packt mich auch nicht, da habe ich keinen Ehrgeiz irgendwie, sondern das ist halt für mich so, meine Zeit ist so begrenzt irgendwie im Leben gefühlt, ne? Dass ich lieber irgendwo tolle Landschaften sehe. Das heißt, mitgemacht, ja, weil ist ja lustig, muss man mal gemacht haben, weil kenne ich, habe es mir auch gedacht, was tut das mit mir? Weil es ja halt wirklich vom Format her ganz anders ist. Du bist extrem fremdbestimmt im Endeffekt. Weil du kannst dir nicht aussuchen, wann du eine Pause machst, sondern du weißt ganz genau, wann du eine Pause machst und du weißt auch genau, wie lang sie ist. Weil, also für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Backyard-Ultra ist, du laufst 6,7 irgendwas Kilometer und das genau zu jeder vollen Stunde. Und wenn du halt schneller läufst, dann bist du halt schneller wieder am Startpunkt und machst Pause bis zur nächsten vollen Stunde und dann geht's wieder los. Und wenn du 59 Minuten 30 brauchst, dann brauchst du nicht mehr hinsetzen, weil dann geht's auch gleich wieder los. Und das geht so lang, bis nur mehr einer über ist. Der darf dann noch eine Runde, oder muss noch eine Runde mehr machen und dann ist fini. Und alle haben verloren, bis auf den, der gewonnen hat. Und das kann, weiß nicht, 10 Stunden dauern, 12 Stunden dauern. Kommt drauf an, wo man mitläuft. Kann aber auch 3 Tage dauern, wenn man die falschen Leute mit hat und, ja, genau. und auch selber nicht aufgeben mag. Und du hast ja dann direkt auch in Deutschland diesen Schinder-Backyard gewonnen und bist, glaube ich, dadurch dann qualifiziert gewesen für ein Big-Backyard, also Bigs-Backyard-Ultra, so in Tennessee vom mehr oder weniger Erfinder, also vom Lazarus Lake, bist dann dort aber nicht gelaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder? Ich war beim Schinder, den habe ich gewonnen und dann wurde ich vom Alex quasi gefragt, ob ich in den Kader möchte für dieses Satellite-Event. Und das war wirklich, das Satellite war 2 Wochen nach dem Schinder und ich wurde wirklich einen Tag nach dem Schinder gefragt. Und dann habe ich auch echt erstmal Nein gesagt und dann irgendwann hat der Alex gesagt, ich frage dich nochmal hier abends und so, sag dann nochmal Bescheid und dann habe ich auch gesagt, ja, okay, das ist so ein einmaliges Format, ich mache da jetzt auch mit, aber 2 Wochen, nachdem ich irgendwie 200 Kilometer gelaufen bin, weiß ich nicht, wie viel ich da jetzt laufen kann und ne, Körper geht vor und Gesundheit und so und ja, dann motiviere ich einfach die anderen irgendwie noch und den habe ich dann ja tatsächlich gewonnen. War dann einfach ja ein gutes Wochenende oder ne, so irgendwie hat alles einfach gepasst. Und dadurch habe ich mich für Big Dogs qualifiziert, ein Jahr später. Und also ziemlich genau ein Jahr jetzt. Ne? Also letztes Jahr war der, glaube ich, Mitte Oktober auch. Genau. Genau. Und da gab es wieder die Beschränkungen.
Genau. Das heißt, wir durften gar nicht in die USA einreisen. Also wir hatten gar nicht, also die USA hat ja gar nicht erlaubt, dass wir reinkommen. Ja, also ich habe es nur mitbekommen, dass du quasi mit dem Koffer gesessen bist und gedacht hast, können wir jetzt, können wir nicht? Jetzt würde ich schon mal hinfliegen und dann lässt es mir nicht rein. Das war auch eine krasse Tortur, wirklich, weil der Gründer, der wollte halt Ausnahmegenehmigung für uns erwirken. Und das war wirklich so ein Hin und Her. Wir haben immer Mails gekriegt und ja, hier, wir haben jetzt den nächsten Step und so und bucht die Flüge und sowas, alles gemacht. Und dann haben wir vergeblich halt gewartet. Mhm. Ja, das ist halt bitter, wobei ich habe es dann nicht verfolgt und nicht mitbekommen. Wird es dann verschoben? Also die Einladung, weil ihr konntet ja nichts dafür, dass ihr nicht konntet. Ja, aha. Genau. Aber also, der ist stattgefunden, der Lauf. Also mit den meisten amerikanischen und ein paar haben halt wirklich das gemacht, dass sie ich weiß gar nicht mehr, über Kanada eingereist sind, um dann halt diese 2 Wochen Quarantäne irgendwie zu überbrücken und sowas. Und weil dann durften die halt rein und das haben ein paar gemacht. Und ich weiß auch, eine hat tatsächlich auch eine Staatsbürgerschaft oder darf einreisen wegen des Sohns oder so, der amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Also es sind ein paar EuropäerInnen reingekommen und sind auch gelaufen. Aber die jetzt halt nicht konnten, weil sie keine Ausnahmegenehmigung hatten, für die war halt die Chance verpasst. Also wir hatten jetzt auch keine Warteliste für dieses Jahr, weil klar, also die laufen jetzt die ganzen Backyards, da qualifizieren sich neue. Und dann würde da ja doppelt so viel, also doppelt so höheres Starterfeld quasi sein, also doppelt so viele Menschen. Was ich natürlich dann auch verstehen kann, aber schade ist es halt, weil wir haben nichts gemacht, wir durften einfach nicht einreisen und es wurde halt nichts gemacht, sondern einfach gesagt, ja, Pech gehabt, wir machen es trotzdem. Ja, es ist bitter, aber es ist beides natürlich verständlich. Im Endeffekt, ich glaube als Veranstalter, wie du es machst, ist falsch. Oder richtig, je nachdem, weil die ganze UTMB-Geschichte, der war ja auch mit, die haben kurz vorher dann erst abgesagt, dann haben sie es verschoben, dann sind die Leute vom Vorjahr aufgeschoben gewesen und dann darfst du es 2 Jahre mitnehmen und dann waren wieder zu viele Menschen und dann haben manche dann am nächsten Jahr doch nicht einreisen dürfen und also ich glaube, das war jetzt dafür alle eben super schwierig, weil die anderen haben gesagt, naja, super, jetzt haben wir uns qualifiziert und jetzt da dürfen wir nicht nachrücken, weil die vom letzten Jahr noch alle da sind. Ist ein bisschen doof. Aber wenn dir das Format grundsätzlich ja nur so semi-Spaß macht, kann man ja sagen, na gut, dann ist es halt so. Dann muss ich halt nach Tennessee fliegen, um andere Dinge zu laufen, wo ich halt mehr Natur sehe. Also ja, genau. Mehr genau, Wald. So hab ich mir das halt dann auch gedacht, genau. So ungefähr. Nein, alles gut. Also klar, das war halt echt, weil wie gesagt, er hat halt wirklich auch vieles gemacht für uns und es halt auch vor allen Dingen dann Hoffnung gegeben und die hatte er ja selber. Das war wirklich, ich habe dann 3-mal den Flug verschoben und das war wirklich, du musstest dann warten bis Freitag. Das war der letzte Tag, wo wir das irgendwie einreisen können. Bis dahin hätten diese Genehmigungen kommen können. Und das war wirklich echt so krass, ne? Und dann letztlich kam es halt nicht. Und aber von daher alles gut. Also das ist okay, es hat halt nicht sollen sein. Und da ist jetzt auch nicht, ich bin weder jemandem böse noch sonst irgendwas darüber. Ja. Ne? Außerdem Amerikaner mit rechtzeitigen Telegrafengeschichten, Telegrammen, da haben die keine gute Erfahrung. Also das hat schon in Pearl Harbor nicht funktioniert. Gute Anmerkung. Da waren sie halt spät dran. Ja. Aber du bist dann über den sagenumwobenen, nicht bekannten und nicht der Öffentlichkeit preiszugebenden Weg wie man sich bewerben kann für den Barclay. Du hast es irgendwie geschafft und hast auch irgendwann ein Kondolenzschreiben bekommen. Mhm. Ja, genau, richtig. Und durftest dann nach Tennessee reisen, weil das ist ja auch, jetzt, ich glaube, gar nicht so weit vom Lazarus weg.
Und bist dann als, besser mich bitte aus, wenn es falsch ist, aber ich habe es nicht gefunden, als erste deutsche Läuferin dort gestartet. Ja, also wenn du weiblich sagst, ja. Also, aber es waren schon deutsche Teilnehmer, also Läufer. Okay. Waren schon da ein paar, ich glaube irgendwie, lass mich nicht lügen, 5 oder 6. Mhm. Aber ich war die erste Frau, also die erste deutsche Frau. Ja. Und durftest auch gleich direkt des Erfinders wie nennt man das jetzt am schönsten? Für mich kommt er immer so rüber, irgendwo zwischen total netten Onkel und einem Evil Clown. Also irgendwo dazwischen, mit fließendem Übergang. Mhm, total, ja. Und du hast die Pole Position bekommen. Ja, genau, richtig. Ja, also eine bessere Startnummer hätte ich mir gar nicht erträumen lassen können. Gell? Wie wir alle wissen, an 100 Meiler gewinnst du immer auf den ersten Metern. Genau, richtig. Da musst du die Nummer 1 haben. Genau. Ja? Und gut wegsprinten. Auch das ist angeraten. Ja. Für diesen Lauf hast du dich aber wirklich intensiv und lange vorbereitet, inklusive, weil du musst ja auch ein Bewerbungsschreiben hinschreiben, warum du das jetzt tun willst. Also zu den Buckle-Marathons. Alle Zuhörerinnen, wir haben es schon mehrfach erwähnt und da in der Medienempfehlungsfolge gibt's, haben wir die 5 oder 6 Filme und Dokumentationen dazu schon verlinkt und auch den Fernsehbeitrag von dir werden wir da jetzt dann nochmal verlinken vom, ach Gott, WDR, NDR, eines davon, Deutscher Rundfunk, aber einer davon, was? Da kann man erfahren, was der Buckle ist oder die Buckle Marathons und was es mit der Nummer 1 auf sich hat, die ist, die wird ja als The Human Sacrifice bezeichnet, genau, ja. Also der Läufer, die Läuferin, die diese Nummer bekommt, von der sagt der Lazarus Lake, das wird die Person sein, die als erstes die Segel streicht und wieder retour kommt. Du bist eben bei den Langdistanzen eigentlich immer ins Ziel gekommen und hast dich super darauf vorbereitet und speziell darauf vorbereitet und bist ja auch dementsprechend mental auch sehr leidensfähig. Was machst du in dem Moment? Also was geht in deinem Kopf vor, wenn du das Ding in die Hand kriegst und denkst, jetzt? Mhm, ja, das, ich glaube, das war das auch eben, ne? Weil ich mich für noch keinen Lauf so krass vorbereitet habe wie für den Barclay, dass ich halt wirklich so ein bisschen wie den Boden unter den Füßen weggezogen gefühlt habe irgendwie, ne, so dieses, kann doch jetzt gar nicht sein, ey. Ich habe zum allerersten Mal für einen Lauf trainiert, warum kriege ich jetzt eine 1, wenn ich sonst nie wirklich irgendwie speziell für einen Lauf so krass trainiere und mich drauf einlasse. Bei jedem Lauf habe ich immer die 1, hätte ich die 1 verdient, wenn es das Human Sacrifice wäre bei jedem Lauf, ne, so wirklich ungelogen, also auch mit nie drauf gucken, wie das Höhenmeterprofil ist und hast du nicht gesehen und so. Also irgendwie, aber da halt schon, und das war halt wirklich so für mich, da habe ich in dem Moment einfach, also man denkt schon darüber nach, ob man die 1 kriegt vorher oder nicht. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte nicht darüber nachgedacht. Und dann war ich auch immer wirklich die ganze Zeit hin und her und oh, was ist denn, wenn ich die 1 kriege und so. Aber ich habe mich einen Tag vorher mit dem Les noch unterhalten oder 2 Tage vorher und dann sagte er halt echt, ja, es wäre doch cool, wenn jetzt eine Frau, also ist jetzt kein Zitat, ne, aber so in dem Sinne eben, es wäre ja cool, wenn jetzt eine Frau gewinnen würde. Es sind ja auch ziemlich starke LäuferInnen dabei. Und er sagte dann halt eben, du sowie Courtney Dowater und Jasmine Paris, und er nannte aber mich als Erste und dann halt Courtney Dowater, Jasmine Paris und so. Und dachte, ah ja, krass, dass er von mir sagt, ich wäre eine starke Läuferin. Und das war eigentlich der Moment, wo ich dachte, ach so, ja, da kriege ich die 1 gar nicht. Und das war dann wirklich abgehakt. Und als ich diese 1 dann wirklich hatte, war es halt einfach, ja, krass.
was ich mich dabei frage, ist, was tut es mit einem in dem Moment im Kopf? Man denkt halt darüber nach, ehrlicherweise, oder ich habe darüber nachgedacht, so, oh, warum habe ich die jetzt verdient? Warum glaubt man von mir irgendwie, dass ich hier nichts zu suchen hätte? Also ich war eine Woche vorher in dem Park auch. Ich habe jede erdenkliche Route gemacht. Ich habe mich wirklich krass darauf vorbereitet, also auch von den Strecken her, von der Navigation, von den Bildern, dass ich mir auch die Sachen einpräge und sowas. Das habe ich halt echt viel gemacht. Und vorher noch ein paar StarterInnen kennengelernt. Also da war halt jemand auch dabei, die konnte keine richtige Karte lesen. Ne, und hat dann aber gesagt, ja, ich laufe einfach schnell einen Läufer hinterher. Das ist meine Taktik, ist auch okay. Also ohne Wertung jetzt. Ne? Das kann auch eine Taktik sein, aber es war halt für mich das so. Das wäre meine Taktik. Ja, aber das war, also meine Taktik ist halt, nee, ich möchte das schon aus mir heraus machen und ich möchte halt zeigen, dass ich das kann und nicht, dass ich jemanden hinterher renne. Das ist ja wie abgucken bei einer Arbeit. Ne? Und das bin ich nicht. Ich bin sehr ehrlich. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und sage halt, ja, wenn ich was nicht weiß, dann weiß ich es nicht, aber ich gebe es halt zu und gucke nicht ab, ne, in dem Sinne. Aber wie gesagt, ohne Wertung halt. Ne? Mhm. Und das war halt für mich dann einfach krass schwer zu ertragen, so, oh wow, ich habe die Eins irgendwie. Und ich bin ein super starker Mensch und ich war da auch stark. Also jeder, der jetzt was anderes sagt, kann das auch sagen. Das ist auch für mich kein Problem. Aber ich habe die halt genommen, habe dann versucht, die Karte abzumalen, bin dann aber ehrlicherweise einfach nach hinten gegangen und habe erstmal geheult. Ist aber auch, glaube ich, die nachvollziehbarste Reaktion, weil halt einfach, da müssen ja super viele Emotionen einfach dann daherkommen, weil du hast jetzt gesagt, du bist eine Woche vorher schon dort gewesen und hast Läufe gemacht. Was natürlich jemand, der aus der Gegend kommt, der kann das ganze Jahr quasi dorthin gehen oder zumindest wenn dieser, das ist ja irgendein State Park, ich weiß nicht, ob der das ganze Jahr offen ist, aber wenn der offen ist halt, dann kann ich das ganze Jahr theoretisch dort trainieren. Und wenn du jetzt aus Europa kommst, dann hast du halt nur begrenzte Zeit, weil du kasernierst dich da jetzt nicht für 2 Monate ein. Ja, genau. Und ich war auch vorher noch nie in Amerika, also ich war wirklich nur die Woche vorher da. Ja. Zum allerersten Mal in Amerika, Zeitumstellung und sowas, ne? Also. Genau, also Jetlag, dann hast du gesagt, du hast einen Kletterkurs vorher gemacht, du wirst sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob du in deiner Kindheit irgendwie bei den Pfadfindern warst und schon total gut im Karten lesen und navigieren warst, weil wenn nicht, ist wahrscheinlich das irgendwie auch mit Vorbereitungsphase gewesen. Ja, genau, richtig. Hast du dir irgendeine gute Orientierungsläufer zur Hand genommen und gesagt, erklär mal das Zeug? Ja, so ungefähr, genau. Ich habe mir meinen besten Freund geschnappt, der kannte jemanden, Basti, und der hat sich wirklich super viel Zeit für uns genommen und für mich und hat mir das alles beigebracht und auch eine Tour erstellt im Siebengebirge tatsächlich, also hier in der Nähe von Bonn, also in Königswinter waren wir dann auch oft und der hat mir dann einfach wirklich so ein paar Touren gemacht und ich sollte irgendwas herausfinden an den Stellen und so. Also das war halt echt total cool. Aber ich habe wirklich von null gestartet, aber es war halt wirklich auch sehr zeitintensiv. Also ich habe super viel gemacht, wirklich. Also ich denke mir bei solchen, weil du es vorher gesagt hast, also das alles, also ich glaube, je mehr Vorbereitung du in sowas hineinsteckst, wenn du dann eben quasi das serviert bekommst mit, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ich glaube, dass du von allen Teilnehmerinnen, die da sind, einfach die Erste bist, die gehen muss. Dann ist es halt so auf, wie jetzt da, was ich alles gemacht habe, spinnst du? Ja, genau, richtig. Aber man sieht es ja auch ehrlicherweise nicht. Aber es war halt für mich in dem Moment, wo ich dachte, halt wirklich, ich habe mich nie so krass darauf vorbereitet, auf etwas. Und das war halt wirklich so, und das war halt auch so ein bisschen die Erfüllung eines Lebenstraums. Na, also eines von meinen Lebensträumen und das war halt dann auch echt so, ich habe mich dann auch so ein bisschen ertappt, wie ich dann dachte, wie kann man mir das jetzt wegnehmen, das ist mein Traum irgendwie, und dann war ich halt persönlich auch irgendwie verletzt und so emotional,
das war halt, also das hat schon den Ausgang quasi des Rennens halt einfach verändert oder die Intention, mit der ich vorher irgendwie rein bin am Anfang, also mit diesem Feuer, sage ich mal, und halt so dieses, oh cool, und ich will das erleben und fühlen und so, und dann in dem Moment, wo man die Eins kriegt, halt echt so, hä, falscher Film, ist das jetzt, ne, irgendwie, das kann doch nicht sein. Und dann dachte ich halt, so ein Stück weit, ja, jetzt setzt man mir irgendwie wieder einen Koffer oder Gepäck irgendwie auf den Rücken, mein Rücken wird wieder schwer, weil es halt ein gewisser Druck ausübt, okay? Du musst jetzt aber beweisen, dass du die Bücher findest und die Runden auch schaffst, ne? Oder ja, ansonsten versagst du ja, dann hat er recht und so. Und diese Gedanken haben halt am Ende dafür gesorgt, dass ich dann halt auch gesagt habe, nee, ich mache das auf meine Art und Weise. Und meine Art und Weise, laufen zu verstehen, ist Spaß daran zu haben, egal wie schnell oder langsam du bist. Ja. Und so habe ich das dann auch gemacht. Also ich bin dann da rein, ich sage, scheißegal, welche Startnummer ich habe. Ich versuche, den Lauf zu genießen, und zwar auf meine Art und Weise. Und ich mache eine Runde, ich finde alle Seiten, aber wann ich die zu Ende bringe, ist mir scheißegal, aber ich bringe diese Runde zu Ende für mich und für das, warum ich hier rein, oder für meine Motivation, für meine Intention auch, warum ich in diesen Lauf gegangen bin. Und ja, so habe ich es dann auch letztlich gemacht. Ja, man kann ja spoilern, du bist nicht die Erste gewesen, die wieder zurück im Camp war und gesagt hat, DNF war nix, sondern du hast diese Runde beendet, du hast alle Seiten gefunden, was, glaube ich, mehr ist als ja wahrscheinlich die Hälfte der Teilnehmenden, seitdem es das Ding gibt, überhaupt geschafft haben, eine Runde zu beenden. Und also ich würde wahrscheinlich heute noch dort herumirren bei der zweiten Seite oder so. oder irgendwo verhungert in der Ecke liegen. Wahrscheinlich die eher Variante. Aber wie geht man, also das war dann deine Intention. Wie bist du vorher hingegangen? Hattest du vorher wirklich die Idee im Kopf, was nicht, den Funrun zu machen, es fertig zu machen oder eine Runde? Oder hast du vorher irgendwie eine Ambition gehabt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Nein, eigentlich nicht. Also mir war klar, oder ich bin halt auch schon mit der Intention reingegangen, dass ich das never ever schaffen könnte. Ist vielleicht auch eine falsche Intention. Aber ich wusste halt, wie hart der Lauf wird. Und für mich war halt wirklich, wenn ich es probiere, dann probiere es, weil ich schon immer dahin wollte. Weil ich irgendwann auf den Lauf aufmerksam geworden bin und dann dachte, ich muss dahin, ich muss das machen. Mir sagt irgendwas, ich will das mal erlebt haben und so. Und das war eigentlich meine Intention. Aber klar wollte ich mich auch gut darauf vorbereiten und gucken, was ich halt leisten kann, eventuell auch, ne? Oder was ich halt schaffe. Und am Ende war es halt genau das. Ich bin super stolz ins Ziel gekommen, weil ich halt alle Bücher alleine gefunden habe. Ich konnte navigieren in der fremden Gegend, im Dunkeln, habe alle Bücher gefunden und habe den Weg sicher wieder zurückgefunden und habe halt diese Runde erlebt und genossen. Ne, vor allem, es ist ja deswegen so interessant, also für mich ist interessant, mehrere Dinge dabei. Was ich so mitbekomme, ist es tatsächlich ein Lauf? Weil es schaut irgendwie nach, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, das meine ich aber gar nicht, sondern nach Wanderabenteuer aus, weil so, so viel unlaufbar dabei ist, dass es von einem klassischen Traillauf weit weg ist. Oder sind da einfach auch Abschnitte dabei, wo du kilometerlang läufst? Naja, du musst schon laufen, sonst schaffst du es definitiv nicht. Also auch nicht, also sowieso nicht im Zeitlimit, aber auch nicht relativ gut, wenn du das nicht läufst. Aber klar, das sind so steile An- und Abstiege. Das ist halt, also du musst es wirklich können, du musst es kontrolliert machen und vor allen Dingen musst du halt runterrennen, egal wie steil das ist, egal wie viele Baumstämme, Steine oder sonst irgendwas da ist. Und das musst du schon machen. Und die rennen das auch wirklich. Diejenigen, die auch die Intention haben, da zu gewinnen oder die schon mal gewonnen haben, wie John Kenny als Beispiel. Das ist schon krass. Und das ist dann tatsächlich nicht,
bloß wandern. Also aber viel Zeit geht halt drauf mit, ja, teilweise manchmal auch Bücher suchen. Also du kriegst halt so Instructions, aber du musst halt verstehen, wie Les die Instructions schreibt, damit du die Instructions verstehst. Der schreibt ja auch nicht, gehe mal 400 Meter geradeaus und links beim zweiten Baum X, sondern er schreibt es ja auch verklausuliert und dann eben auch noch in einer Fremdsprache. Ich glaube, das Verstehen des Hinweises ist ja schon mal eine eigene Disziplin. Ja, genau, richtig. Also das sind 6 Seiten, glaube ich, gewesen, 5 oder 6 Seiten. Mit Wörtern, die du auch noch nie so richtig gehört hast, ne? Dear Stan zum Beispiel oder so. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann bist du aufgeschmissen. Was ist es? Das ist ein Hochsitz. Ja, natürlich. Ja, also wenn man weiß, was die Übersetzung ist, dann macht die Übersetzung total Sinn. Total. Wenn man das dann weiß, aber in dem Moment und die, das ist halt dann auch spannend. Klar, du sprichst ich spreche die Sprache zwar, aber nicht, ich bin ja keine geborene Amerikanerin oder Engländerin, ne, dass ich das so alles krass verstehe. Und das musst du halt auch können dann, ne? Und dann genau musst du halt wirklich, der macht es nicht so genau, wie du gerade gesagt hast, mit ja, hier 300 Meter rechts, links und sonst irgendwas, sondern wirklich ein bisschen wie Hieroglyphen. Also du musst es wirklich verstehen. Wenn du da bist, und auch die Seite gefunden hast, das macht dann alles Sinn, wie du das geschrieben hast, wirklich. Aber am Anfang ist so, ja, siehst jetzt hier irgendwo 2 Bäume und diese Bäume haben 5 Meter Unterschied und da ist irgendwo eine offene Rinde, also wirklich so, wo du guckst und denkst, ja, das trifft auf jeden Baum hier zu. Ne? Also, ja. Ist auch schwierig, wirklich. Weil sonst da würde man ja sagen, okay, es laufen dort schon gute Läufer mit. Gary Robbins ist mitgelaufen, John Kelly ist mitgelaufen, du bist jetzt mitgelaufen, die Courtney Dowalter ist mitgelaufen. Also auch Leute, die man jetzt von Trail-Wettkämpfen kennt, nur wenn man sich die Filme dazu anschaut, dann denkt man sich, eigentlich müssten da ja dort Bergführer und Orientierungsläufer ganz vorne sein, weil das offenbar fast schon wichtiger ist, wie schnell du die Meile läufst. Und die Leute, sind die dann auch da? Ja. Sind Leute wirklich aus diesem Segment auch anwesend? Also dabei? Also ich... ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, shame on me, aber derjenige, der jetzt auch 4 Runden zur 4. Runde gekommen ist, das ist ein Orientierungsläufer gewesen. Ist ein Orientierungsläufer. Du meinst es da aber nicht den quasi Sieger, der Sieger, der nicht gewonnen hat, weil er ja nicht ins Ziel gekommen ist. Du meinst nicht Gary Robinson, ne? Also, nein, ich meine nicht den Gary Robinson, sondern ich meine, ach Gott, jetzt habe ich auch den Namen nicht im Kopf, er ist Zahnarzt. Karel Sabe ist es nicht. Okay, danke. Karel Sabe ist tatsächlich Ultraläufer, der sich da vorbereitet hat, nein. Aber jemand anderes, also der hat ist auch zur 4. gekommen und war dann ein bisschen orientierungslos wegen Schlafmangel und so. Und hat das, also meine ich. Man hat das dann nicht mehr geschaut. Ja, genau, da war aber eine geile Story dann noch hinter. Aber das ist Orientierungsläufer gewesen und da sind ganz viele, also denjenigen, mit dem ich auch zusammengelaufen bin am Ende, der Soldat, also da sind auch ganz viele Soldaten, die das ja auch also nicht machen wegen, also die sind keine Ultraläufer in dem Sinne, sondern halt gute Orientierungsmenschen auch einfach. Ne? Ja. Und die mit geringsten Mitteln in fremder Umgebung halt irgendwie Dinge schaffen müssen. Weil der klassische Orientierungsläufer kann sich zwar gut orientieren, aber der hat ja auch eine Karte mit Special Zeichen und wo alles quasi eingezeichnet ist. Und bei dem Lauf musst du ja dir die Karte abpausen, soweit ich weiß. Also oder abzeichnen. Ich weiß nicht, ob du das abpausen auch darfst, aber... Du darfst die halt so ab Pausen geht sowieso nicht, aber du darfst die halt übertragen.
Genau, aber du darfst auch, so viel ich weiß, das hatten ein paar Läufer da, deine eigenen Karten mitbringen. Also du kannst die Karte dort nehmen, also die ist halt auf so eine Billo-Karte, so einer ganz einfachen Karte aufgezeichnet, ne, diese eine Runde eben. Ja, ja, ja. Die Strecke, und das ist halt so eine ganz einfache Karte, wo noch manchmal das Maß so richtig stimmt oder die halt schon veraltet ist und es manchmal gar nicht so in die Richtung geht, sondern eigentlich in die andere, und das musst du vorher wissen. Du musst dich vorher auch mit dieser Karte auseinandergesetzt haben, damit du die Karte auch verstehst und so. Aber viele hatten jetzt auch ihr eigenes Kartenmaterial dabei und haben diese Karte dann übertragen. Also die haben sich dann so ausgetauscht, und genau, und John Kelly, das war auch cool, der hat halt eine ganz kleine Karte irgendwie nur dabei gehabt. Also hat jeder einfach so seins irgendwie gemacht. Ja. Ne? Oder das, was man gesehen hat. Ich weiß jetzt nicht, was er komplett dabei hatte, aber es war halt auch echt spannend zu sehen. Was ich super spannend finde dabei, ist ja bei dem Lauf selber, was nie so richtig rauskommt auch, ist, du musst 15 Bücher finden in jeder Runde. Und es gibt gewisse Punkte, wo du, also zwei Punkte, glaube ich, wo andere Menschen auch sein dürfen und die anfeuern dürfen. Und es gibt, das war ja das beim Gary Robbins, er ist von der falschen Seite zurück ins Camp gekommen. Und das verwirrt mich bis heute, weil er hat alle 15 Bücher gefunden. Von welcher Seite der in dieses Camp kommt, muss ja komplett Latte sein. Ist es aber offenbar nicht. Ist es nicht, nein. Gibt es zusätzlich zu den 15 Büchern, musst du, also Checkpoints klingt jetzt blöd, weil das sind ja eigentlich die Bücher, aber bist du auf die Route fixiert oder könntest du theoretisch einfach kreuz und quer laufen, wenn du so super schnell und toll bist, aber... Nee, du musst die Strecke laufen. Diese Bücher sollen, also sind ja auf dieser Strecke eben, sodass du komplett diese Strecke läufst. Und er hat halt, Gary Robinson hat am Ende halt eine Abkürzung genommen, weil er wusste, er schafft es sonst nicht im Zeitlimit. Und kam dann von der anderen Seite. Und er hätte aber nicht von dieser Seite kommen dürfen, sondern eigentlich von der anderen. Also der hat dann tatsächlich wissentlich eine Abkürzung genommen. Okay. Und das darfst du nicht. Also du musst schon die Strecke laufen. Okay, ich dachte, wenn ich die Bücher habe, dann habe ich die Bücher und dann ist fertig und gut ist. Okay, das heißt, du solltest dich an die Strecke more or less halten, dass du dich nicht wahrscheinlich an jeden Weg halten kannst, wenn du den Weg nicht kennst und auch nicht findest, ist ein anderes Thema. Genau, du weißt ja nicht, ob der Weg 5 Meter rechts neben dir ist oder 20 Zentimeter links neben dir, genau. Oder du genau auf dem Weg drauf bist, aber das weißt du eigentlich am Ende, weil du dann halt das Buch finden musst. Ne? Wenn du das Buch zu lange suchen musst, gehst du zurück, weil du weißt, du bist auf dem falschen Weg. Ja. Und das andere, was ich mich dabei frage, ist ja, also jedes Jahr ändert sich ja die Strecke, weil sonst wäre es jetzt für jemanden wie John Kelly, der, glaube ich, 3-mal oder 4-mal schon auf jeden Fall dabei war, der würde es ja dann irgendwann einmal auswendig kennen. Also mehr oder weniger, ganz auswendig sicher nicht, aber mehr oder weniger hätte der dann einen super Vorteil, einen super Jolly, so, ha, toll, ich weiß natürlich schon, hier ist das Buch und oder zumindest hier ist der Weg, das Buch kann nur auf diesem Weg sein. Aber was mich immer wieder fasziniert ist, dass offenbar gar nicht so viele Leute miteinander laufen. Also, dass es nicht irgendwie eine riesen Bubble gibt von, was nicht, 10 Leuten, die sagen, na gut, wir sind dann zwar nicht so schnell, wie der Schnellste von uns könnte, aber wir suchen wenigstens nicht so lang. Das wundert mich irgendwie. Ja, ist aber... Also du willst dir ja selber nur vertrauen eigentlich, ne? Also wir hatten auch ein paar Situationen, da willst du, also da überlegst du, folgst du jetzt einer Veteranin oder einem Veteran, also jemand, der schon mal dabei war, weil du denkst, okay, der kennt die Strecke, oder verlässt du dich lieber auf dich selber und läufst da lang und so. Und da haben viele halt gesagt, ne, die verlassen sich auf sich, die scheitern, wenn sie dann scheitern, an sich selber. Und gehen jetzt nicht in eine Gruppe zusammen und dann wird nachher diskutiert, welcher Weg ist es jetzt. Ne? Und wir sind halt einmal, der, mit dem ich gelaufen bin, wir sind halt einmal ganz kurz mit der Veteranin gefolgt, weil wir dachten, naja, das könnte den Weg. Aber wir waren halt schon so,
nee, eigentlich müsste es doch nach links gehen. Mhm. Aber sie sagt, sie kennt jetzt den Weg und wir sind halt in die falsche Richtung gelaufen, ne? Und das war halt super ärgerlich, wo du denkst, ah, du wirst die ganze Zeit jetzt nach deinem Empfinden laufen, und dann sind wir relativ schnell, also wir haben es dann gemerkt, also wir haben eh das schon die ganze Zeit gesagt, okay, wir hätten mehr nach links gemusst, wir sind dann wieder zurück und dann halt nach links zu gehen, ne? Mhm. Und ist das bei so einem Lauf anders wie bei anderen? Weil für mich ist es ja bei normalen Trail-Wettkämpfen ist für mich eines der ekelhaftesten Dinge verlaufen. Mhm. Und wenn das nur 2 Kilometer oder 1 Kilometer ist, es geht mir einfach so massiv am Nerv, dass ich jetzt da völlig umsonst da durch die Gegend gekoffert bin. Und das ist anstrengend, das ist lang und das ist blöd. Und bei dem Lauf ist es ja quasi, also nicht verlaufen gibt es gar nicht. Ja. Ist es im Kopf schon ganz was anderes? Naja, was ist, also es löst natürlich auch was mit einem aus, oder das macht er das mit einem. Wenn du plötzlich irgendwo stehst und nicht ganz sicher bist, ist es jetzt das, wo du hin musst, und dann suchst du das Buch, und es kann halt teilweise wirklich, es kann über Stunden dauern, bis du das Buch findest, ne? Also wirklich, also das ist ein ganz anderes Zeitempfinden dann auch. Und als wir wussten, wir laufen in die verkehrte Richtung, haben wir halt einer die Karte rausgeholt. Ich kannte die Instructions mehr oder minder auswendig, weil ich sie vorher wirklich auswendig gelernt habe. Und habe dann nochmal gesagt, ja, das, also laut Instructions soll das so und so aussehen und so. Und dann musst du halt gucken, okay. Und das Gute war halt wirklich, dass wir da in dem Moment zu zweit waren. Wir konnten halt da arbeitsteilig vorgehen und konnten dann gucken, okay, jetzt gehen wir lieber da und da lang und so. Und wenn du alleine gewesen wärst, wär's halt, also da war ich war ja auch oft dann alleine an ein paar Stellen, am Anfang auch. Und das war halt dann schon krass, wo du dann nicht sicher warst, ach, bin ich jetzt zu weit gelaufen? Oh Gott, wenn du jetzt zu weit läufst, dann findest du das Buch nicht mehr und weißt du auch nicht, alles sieht gleich aus. Und dann denkst du, oh, da musst du wieder zurück. Wie kommst du denn jetzt am besten zurück? Ne? So, und dann darfst du halt auch nicht zu viel darüber nachdenken. Und genau, wenn du dich jetzt verlaufen hast, konntest du es meistens noch korrigieren. Weil, wie gesagt, ich kannte den Park jetzt gut nach der Woche. Und also ein gutes Gedächtnis auch einfach. Mhm. Und wusste dann oft auch irgendwie, zumindest vorher, wo ich diese offiziellen Strecken halt abgegangen bin, dass du relativ schnell, wo du bist, auch wieder auf die offiziellen Strecken kommst. Die du aber nicht nutzen darfst, glaube ich, oder so, weit ich das mitbekommen. Ja, die offiziellen, genau, also der geht ja kreuz und quer wirklich, und die, ja. Du darfst diese kreuz und quer Sachen nicht als normaler Besucher des Parks nutzen, sondern wirklich nur für den Wettkampf. Wir haben da quasi eine Ausnahmegenehmigung, dass wir dann durch den ganzen Park gehen, weil das Naturschutz ist und so. Okay, das ist, ich glaube, das ist ein guter und wichtiger Hinweis, den viele jetzt da auch, wenn sie die diversen Dokumentationen und so weiter gesehen und gehört haben, der jetzt da sich uns, also Europäern quasi, nicht so erschließt, weil diese State Parks und National Parks und so weiter, die sind ja von der Regelung her total freaky, im Sinne von, es dürfen zu einem bestimmten Zeitpunkt x Personen rein, und zwar nur von sowieso bis sowieso Uhr, und da sind die Park Rangers unterwegs und überprüfen, ob du nicht den Weg verlässt oder irgendwas tust, was du nicht, weiß nicht, machen sollst, keine Ahnung, Hunde über den Zaun schmeißen, falsch pinkeln gehen, keine Ahnung, was man nicht machen darf, Dinge. Vanilleeis essen, da gibt es wahrscheinlich die lustigsten Regelungen. es gibt dann offizielle Wanderwege, die halt durch diesen Park gehen, und die anderen Wege sind ja auch keine Wege in dem Sinne, sondern sind einfach irgendwie, ja, quer durch den Wald halt. Nennt man das? Ja. Wildtrampelpfade wahrscheinlich am ehesten. Ja, da waren noch nicht mal Pfade. Das ist wirklich einfach, wenn du jetzt im Wald gehst, okay, läufst einfach jetzt mal rechts und links, so. Ja, das passiert mir regelmäßig, wenn ich mich verlaufe. So war. Ist aber auch nie Absicht. Ja, ja. Es gibt in einem meiner Trainingsgebiete tatsächlich zwei Bereiche, wo ich mich schon 4 oder 5 Mal gleich verlaufen habe.
und denselben Stich durch den Wald nach unten gemacht habe und habe mir gedacht, wenn ich es jetzt noch ein, zwei Mal mache, dann markiere ich das Ding darunter. Dann ist es jetzt ein Weg. Ja. Jetzt habe ich dann keine Lust mehr. Ja, das hätte ich schon beim dritten Mal gemacht, glaube ich. Ja, das ist echt so, wenn ich es jedes Mal wieder schaffe, mir an derselben Stelle gleich zu verkoffern, ja, dann ist es jetzt ein Weg, fertig. Ja, ja. Okay, aber das dementsprechend, du hast also diese Nicht-Wege, die du dann auf einmal laufen darfst, und du bist dann nach relativ langer Zeit gefühlt, also für, wenn man jetzt die Strecke hernimmt, die eine Runde ist, weil die Runde ist ja nicht groß, wenn man es will. Es sind 5 Runden, zusammen sind sie mehr oder weniger 100 Meilen. Wahrscheinlich werden es ein bisschen mehr sein, aber wer nimmt denn das so genau bei der Distanz? Aber es sind 20 Meilen sind jetzt dann nicht lange und dafür ist das Zeitlimit eigentlich relativ lange und trotzdem so schwierig, weil du gesagt hast, das Buch suchen und das Weg suchen, das Navigieren ist so mühsam. Aber du hast das definitiv geschafft, was ja größter Respekt. Durftest du dann noch weitermachen? Nee, ich habe die Runde nicht im Zeitlimit geschafft. Also ich war etwas länger unterwegs. Ich frage mich jetzt, ich keine Ahnung, wie lange ich unterwegs war. Ich habe ja irgendwann den Josh getroffen, mit dem ich ja mitgelaufen bin dann oder mit dem ich zusammengelaufen bin. So. Und wir haben dann auch irgendwann gesagt, nee, wir machen das jetzt auch zusammen zu Ende und haben dann immer auch aufeinander gewartet und so. Und ja, und für uns war das irgendwann, also für mich war das von vornherein klar, mir ist es egal, wenn ich da durch bin. Aber nicht auf die Uhr geguckt. Genau, wir sind aber nicht im Zeitlimit rein. Wie ist das Zeitlimit pro Runde? Weil gesamt sind es, glaube ich, 60 Stunden? Ja, also du hast, wenn du 5 Runden laufen willst, musst du unter 12 Stunden reinkommen. Also das kann auch bei 12 Stunden pro Runde. Und wenn du den Funrun machen willst, ist der bei 13 Stunden 20 Minuten. Und das ist aber auch immer so, also ja, offiziell sind es 20 Meilen, also 32 Kilometer. Ja. Die jetzige Runde, die hatte so knapp 46 Kilometer. Also es ist nicht wirklich diese 32 Kilometer. Und jetzt könntest du mal zusammenrechnen. Also es ist bei weitem definitiv mehr als 100 Meilen. Aber klar, wer nimmt das so genau bei dieser Distanz? Alles gut. Inflation, was soll man machen? Genau, richtig. Und es hat halt unheimlich viele Höhenmeter. Klar, wir haben ja keine Uhr mit dabei, also keine Uhr, die Höhenmeter und Kilometer aufnimmt. Dürfen wir auch nicht. Aber es sind krass viele Höhenmeter gewesen. Ja, ja, es wird ja gesagt, dass es im Endeffekt irgendwie auf die 100 Meilen dann schon so 15.000 bis 20.000 Höhenmeter sein werden. Was mich jetzt noch interessiert ist, weil du ja die Karte abzeichnest, wird die dann rituell verbrannt? Jedes Kartenmaterial, weil sonst da hätte man das ja dann mit fürs nächste Mal oder hat man das dann als Souvenir? Also ich da darf die behalten. Ich habe sogar, also ich habe nicht eine Karte gemacht, ich habe 3 gemacht. Weil falls du eine verlierst, ja, falls eine durch Regen oder sonst irgendwas kaputt geht, hast du besser 3. war so meine Taktik. Und die habe ich behalten. Nee, ich habe die Runden auch. Okay. Aber es hilft ja niemandem jetzt. Also. Ja, okay. Ja, natürlich, wenn sie die Runde verändert, hilft sie dir nicht so sehr. Aber ich meine, es ist natürlich ein schönes Souvenir, aber es hätte sein können, dass er sagt, hey, ihr kommt quasi mit null Wissen hin, ihr geht bitte auch mit null Hab und Gut zurück, also außer dem, was mitbracht. Ja, gut. Ja, klar, das hätte sein können, ja, genau. Aber nee, ich habe sie behalten. Es ist ja nett und wie gesagt, der Lazarus kommt einem ja auch außerhalb seines Evil meint, wenn es ums Laufen geht, glaube ich, auch ist wirklich sehr nett drüber und ich glaube, er ist auch sehr herzlich und auch die Community dort ist super super nett im Gegensatz zu diesem Wettkampfzeug, das man sonst so hat. Ja, es ist total cool. Du bist halt in diesem Park halt wirklich für diese ganze Zeit und da sind halt auch ein paar echt coole Leute, die, also auch Ranger zum Beispiel, die den Lauf schon Jahre mit
helfen, verfolgen oder sonst irgendwas. Und das ist halt immer ein großes Lagerfeuer. Du erzählst dir deine lustigen Stories, wo du dich verkaspelt hast oder was Witziges passiert ist und so. Und das war halt richtig, richtig cool. Du unterhältst dich mit allen. Das ist wie so eine kleine Familie auch wieder und so. Und das ist halt, das war halt wirklich auch was ganz, ganz Tolles und Besonderes, was ich so noch gar nicht kannte bei diesem Lauf jetzt, ne? Was man so gehört hat halt einfach. Und das war was total Geiles, was richtig, richtig Schönes. Das heißt, aber kommen da auch wirklich alle schon quasi eine Woche vorher oder einige Tage vorher? Und, weil ich glaube, es bleiben mehr oder weniger wirklich alle, bis das Ganze vorbei ist, also bis der Letzte im Ziel ist. Aber kommen die auch, also bei anderen Läufen kann es sein, dass jemand, weiß nicht, am Vortag anreist erst oder am selben Tag. Kommen da die Leute vorher, damit sie sich akklimatisieren quasi in den Park und schauen, wie ist es heuer und Trainingsläufe machen? Nee, also wir haben ein paar Läufer und LäuferInnen getroffen, aber ein paar sind auch recht zeitig gekommen, glaube ich, einen Tag oder zwei vorher. Also da komme ich, ich war die Einzige, die eine Woche vorher da war. Und dann sind immer mehr eingetrudelt. Aber also das sind ja auch mal Jungfrauen, die starten, also Menschen, die, ne, Läufer und LäuferInnen, die zum allerersten Mal dabei sind und auch Veteranen. Das heißt, es kann ja sein, dass die den Park ja schon öfter kennen oder auch Amerikaner, die halt oft dort sind und so. Also es hat sich erst wirklich richtig gefüllt, einen Tag vor der Lauf gestartet ist. Da war es so richtig, richtig voll dann. Okay. Ja, da sind ja aus, also du hast die Läufer mit Entourage, sind da noch andere Leute auch? Oder darf da sonst sowieso keiner in diesem Camp da sein? Da darf nur ein Supporter mit dabei sein, von jedem. Ansonsten sind da, also bis auf die Helfer und HelferInnen vor Ort. Ja, und Kinder. Genau, sind halt, ich weiß gar nicht, waren da Kinder diesmal? Ne, ich weiß nur vom Gary Robbins, dass du und Kind dabei warst. Ja, das stimmt, da hast du recht, ja. Genau, aber ansonsten wirklich eigentlich keiner. Also keine Schaulustigen, die sich das Spektakel irgendwie angucken. Wahrscheinlich auch nicht dürfen. Genau. Wobei auf den offiziellen Wanderwegen dürften die ja dann. Ja, da waren ja auch Wanderer unterwegs, denke ich. Also weiß ich jetzt nicht, habe ich also da, wo ich war, habe ich keine gesehen, ne? Klar. Ja. Da dürfen sie auch nicht hin, aber der Park war nicht abgesperrt so. Okay. Und das Ganze ist ja unsupported. Also du hast, glaube ich, zwei Wasserstellen oder so. Und jede Runde quasi darfst du dich selbst verpflegen oder verpflegt werden. Genau, wenn du aber wieder im unterwegs Basecamp bist du unsupported. Ja. Ist es, ich habe es jetzt da mitbekommen beim Transcontinental Race, so heißt das Teil, dieses Radrennen, wo die WettkämpferInnen sich auch nicht gegenseitig helfen dürfen. Das darfst du dabei oder darfst du das nicht? Doch, du darfst dir gegenseitig helfen bei Läufern. Also ein Läufer darf dir helfen und ich dürfte auch einem Läufer helfen. Okay. Das heißt, unterwegs quasi mit oben. Ja. Ich habe jetzt da, was nicht, mir ist das Essen ausgegangen oder irgendwas. Dann darfst du dir richtig, gegenseitig aushelfen. Ja, okay, das ist ja schon mal zumindest etwas. Ja, genau. Ja, dann ist das, dann ist das Kompass, Rennen ja eh total leicht. Wenn der Kompass leicht verloren geht und du aber Gott sei Dank noch einen zweiten dabei hast oder sowas. Ja, wie gesagt, also dann ist das ja eh das Lappalie, das Rennen. Wenn man sie eh helfen darf. Müsste man mal eine Taktik machen irgendwie als Läufer, ne? Ja. Also alle Läufer zusammen, eine Taktik irgendwie. Aber, ja. alle Läufer versus Buckley. Genau, richtig. Das wäre auch mal geil. Das heißt, du hast den Lauf wirklich genossen. Ist es auch etwas, wo du sagst, das ist einer, den würde ich schon nochmal gern machen? Also das ist ein Erlebnis, das will ich nochmal machen? Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe am Anfang echt daran geglaubt, so, da musst du nochmal hin irgendwie. Weil jetzt, also einerseits ist klar, also jetzt, wo du weißt, worauf du dich vorbereiten kannst,
könnte ich halt nochmal ganz anders trainieren. Einfach nochmal spezifischer, spezieller, weil ich es erlebt habe. Aber andererseits weiß ich nicht, was der Lauf mir jetzt noch geben könnte, dass ich da nochmal hin müsste. Also, weil ich habe da alles schon gesehen. Ich müsste wieder unheimlich viel Geld in die Hand nehmen und investieren, um da nochmal hinzugehen. Und ich würde das Gleiche nochmal machen, obwohl ich das schon gesehen habe. Und ich habe, wie gesagt, nicht die Intention, irgendwie zu sagen, oh ja, jetzt erst recht oder ah ja, jetzt, ne, jetzt mache ich aber einen Funrun und so. Sondern, also es ist halt nicht meine Art und Weise, es mag für andere so sein, aber für mich halt eben nicht. Deswegen habe ich da jetzt nichts, wo irgendwie mein Hirn schreit, oh, du musst es jetzt nochmal ausprobieren oder besser machen oder so. Deswegen habe ich da echt nicht das Verlangen gerade nach. Also es ist auch da weiterhin so, dass du sagst, ich will lieber laufend die Welt bereisen und mir tolle Gegenden anschauen. Ich muss das jetzt nicht zweimal, dreimal, viermal machen, um irgendwas anderes zu erreichen, sondern es geht wirklich um die verschiedenen Erlebnisse aufzusammeln quasi. Ja, genau. Also ich meine, man muss dazu sagen, meine Lebensumstände haben sich ja jetzt auch geändert. Das heißt, ich kann jetzt eh nicht irgendwie nächstes Jahr, übernächstes Jahr, weiß nicht, wie oft durch die Welt reisen und so. Aber nee, das ist weiterhin so, dass ich sage, ich möchte weiterhin tolle neue Gegenden erkunden, möglichst an Orte auch mal sein, wo ich noch nicht war. Ich empfehle das Leitergebirge. Ah ja, okay. Das östlichste Hochgebirge Österreichs im Burgenland. Das kannst du, glaube ich, auch in deiner Gegend sehr gut trainieren. So die Höhenmeter für dort. Ich glaube, der höchste Punkt ist bei 400 Höhenmetern. Ah ja, gut, das gibt es bei uns auch in der Nähe, ja, genau. Geil. Es ist aber tatsächlich, glaube ich, der letzte Ausläufer der Alpen in die Richtung. Und dann ist halt, pannonische Tiefebene. Ja, vielleicht komme ich mal. Oh ja, es gibt hier wunderschöne Läufe, sowas wie den, nicht das, wie heißt das, nicht den Backwater, Badwater, sondern die haben das Race Across Burgenland gemacht, von Nord nach Süd. Durchläufst du das ganze Bundesland zum Beispiel. Okay. Ist nicht toll, aber lang. Ja, cool. Und nicht weit weg. Und es gibt tolle Thermen in der Gegend. Ja, oh ja, sehr geil. Das österreichische Thermenland ist dort in der, fängt dort an. Na cool. Aber du, weil du jetzt gesagt hast, das reizt dich jetzt nicht nochmal. Und eben Amerika ist ja auch wirklich jetzt nichts, was man sagt, oh ja, nächstes Wochenende mache ich mal schnell. Ja, genau. Das macht man schon gut geplant. Oder wenn es was Spezielles gibt, also Marathonläuferinnen sagen, oh ja, ich möchte irgendwann einmal Chicago, Boston, New York laufen. Ja, genau. Richtig. Und Trailläufer sagen oft sowas wie, Hard Rock wäre toll, Western States wäre cool, Buckley wäre toll, je nachdem, was einem mehr gibt. Was steht bei dir so auf der Liste? Hast du irgendwie so deine Bucketlist, was du sagst, ich plane zwar jetzt dann nicht wahnsinnig gerne voraus oder ich lasse mich gerne mal ja auch in irgendwas hineintheatern, aber so 5 bis 10 Läufe, wo du sagst, ja, die wären schon geil. Gute Frage, ey. jetzt gerade bin ich ein bisschen weiter weg von den Wettkämpfen, deswegen fehlt mir jetzt gerade irgendwas, wo ich sage, ich hätte dieses Jahr den Spartathlon gemacht. Das ist sicherlich noch ein Ziel, was ich für nächstes Jahr dann auch verfolge. Also da wäre ich halt noch drin, um das einfach mal gesehen und gefühlt zu haben auch. Muss das man ist da ein auch flacher Lauf. Muss man da ja, auch da musst du dich qualifizieren für. Ja. Also da gibt es auch spezielle, 100 Meilen in so und so viel Zeit oder einen 24-Stunden-Lauf mit relativ vielen Kilometern und sowas. Dafür zu qualifizieren, ja. Da freue ich mich auch schon auf ein sehr ausführliches Gespräch in Bälde mit der Diana. Ach, cool. Weil die hat das jetzt ja zum zweiten Mal gewonnen, neulich. und wir haben davor uns schon das Gespräch für danach ausgemacht und ich freue mich schon sehr drauf. Geil, sehr cool, ja.
Okay, also Spartathlon, das ist wieder mal wieder was ganz anderes, auch vom, genau. Also nicht Untergrund, aber vom Stil des Laufs auch. Ja, definitiv, genau. Deswegen, also da freue ich mich einfach drauf, den nochmal zu machen. Ich hätte den Transylvania gemacht Mai in Rumänien. Den würde ich total gerne nochmal machen. Das wird aber nächstes Jahr nichts werden, glaube ich. Das ist dann noch zu früh, aber vielleicht mal für die Zukunft dann doch nochmal. Ich hätte den Tour de Glacier vermutlich gemacht auch. Da war ich eingeschrieben. Das ist ja der etwas längere dann von Tour de Jean. Der ist 450. Ja, aber der ist ja dann auch unmarkiert im Gegensatz zum Tour de Jean, genau, oder? Richtig. Also der ist ja dann, der kombiniert ja dann Tour de Jean mit ein bisschen länger und Navigation. Genau, richtig. Aber das wäre was schön, also cooles aber gewesen, was ich hätte ehrlich stark gerne gemacht. Der ist dann auch in der Gruppe, im Team, oder? Nee, ist er auch alleine? Tour de Glacier machst du alleine auch. Oh, ja. So ist das mit dem Ötzi gewesen. Oh. Naja, das hat er also gemacht dort. Der trainiert. Es ist lustig, weil der Spartathlon ist jetzt da was ganz anderes, weil Transylvania verstehe ich, weil der steht auch bei mir ganz weit oben auf der Liste. Weil, hey, die haben eine Fledermaus auf der Medaille. Ja, eben. Alleine deshalb. Tour de Glacier ist ja dann nochmal was anderes. Also du switcht ja nicht nur sehr zwischen den Landschaften, sondern auch zwischen den Sparten. Also ich warte jetzt mal irgendwie auf einen 48-Stunden-Lauf im Stadion oder so. Nee, also es ist halt einfach ja Erlebnisse, die Abenteuer erleben. Fühlen, was man so fühlt, wenn man jetzt mal den Spartathlon macht und sowas. Also mal so dabei sein und nicht gar nicht ambitioniert irgendwie zu sagen, hey, aber ich will den Spartathlon machen, damit ich Top 20 werde oder sonst irgendwas, ne? Sondern einfach nur, hey, ich möchte das mal gefühlt haben. Das ist so ein Erlebnis, das hätte ich gern mal, um das zu sehen. Und dann ist es halt auch mal ein flacher. Ich bin jetzt nicht so der unbedingt total Flachländerläufer oder Läuferin, sondern schon, ich fühle mich eher auf den Trails auch wohl und zu Hause. Aber das, also der wäre halt nochmal so ein Bucketlist. Ein Lauf, den ich halt gerne machen wollen würde. Und nächstes Jahr passt es dann auch eigentlich ganz gut. Mal sehen. Ja, und den kann man ja auch gut trainieren, quasi. Genau. Also ortsunabhängig. Im Endeffekt, du musst nicht irgendwo herumgurken, damit du sagst, oh, jetzt kann ich mir die Vertical Case reinpfeifen, weil, weiß nicht, bist du wetterunempfindlich? Oder hast du auch sowas wie, weiß ich nicht, ich möchte in Norwegen irgendwie irgendwas machen? Nee, ich habe viele Läufe gemacht in unterschiedlichen Wetterlagen. Ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie ich bin empfindlich. Ich würde mal sagen, ich laufe bei kälteren Gegenden besser und da fühle ich mich wohler. Also ich mag auch Regen gerne mal. Außer wenn du jetzt wirklich 100 Meilen läufst und weißt, du musst halt 24 Stunden im Regen laufen und weißt halt, du kriegst wieder Blasen, deine Klamotten sind ständig nass und so. Aber ich laufe sonst wirklich so im Training im Regen halt gerne. Das mag ich. Und früher hätte ich immer gesagt, ich vertrage die Hitze nicht so. Aber mittlerweile kann ich Hitze eigentlich auch ganz gut ab. Nee, aber ich habe jetzt nicht so, also ich würde den kühlen Temperaturen immer den warmen vorziehen. Okay. Einfach auch aus Essensgründen, weil du dann ja viel besser Nahrung auch zu dir nehmen kannst und nicht so viel Mineralstoff und Salze verlierst irgendwie. Oh, okay, ja. Ich würde gerade sagen, ich laufe wahrscheinlich besser im Kalten, aber ich fühle mich wohl im Warmen. Im Warmen, echt? Oh. Ja, ich weiß also nicht, 25 so Grad ist. Geht. 30 Grad, naja, warum auch nicht? Na, okay. Ja. Also 5 Grad Nebel, Regen, bäh. 0 Grad am Berg mit gefrorenen Fingern,
Ja, geht klar, gar nicht. Das mag ich auch nicht. Also wenn es dann wirklich, wenn es so arschkalt wird, dass man wieder, also jetzt auch im Winterlauf, ne, mit diesen 8 Lagen, die du anziehst, Handschuhe und so, ja. Oh, das hasse ich. Also dann lieber kurze Hose anziehen, T-Shirt und raus, ne? Also, genau, genau. Ja. Das ist auch eher mein Ansatz. Stimmt, ja. Mir wurde noch gesagt, Diagonale de Fou soll sehr schön sein. Mhm. Also, falls du noch was auf der Liste brauchst. Ja, sehr gut. Ja, gut zu wissen. Aber so Hard Rock, Western States, also diese Klassiker quasi reizen dich nicht. Also, ich bewerbe mich seit längerem halt für den Western States, damit ich irgendwann mal dabei bin, weil den würde ich auch gerne mal machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so oh, unbedingt irgendwie. Okay. Aber ich gucke schon mal, dass ich auf jeden Fall irgendwie Lauf mache, der mich dann qualifiziert, um mich halt einzuschreiben. Aber ja, also das wäre halt was, wo ich denke, so, ah, das wäre mal schön, den auch mal gemacht zu haben. Aber jetzt nicht so auf der Top 3 ist, oder sowas. Ne? Es ist jetzt nicht so der Lebenslauf, wo du sagst, da muss ich jetzt unbedingt mal dabei gewesen sein. Ja, genau. Genau, aber momentan planst du wahrscheinlich sowieso ein bisschen abseits des Rennens mehr. Richtig. Deswegen so, ah ja, die Läufe sind so weit weg. Ja, spartet dann mit dem Stroller dann, oder? Ja, vermutlich, ne? Also man darf ja super gerne, ja. Das wäre wahrscheinlich dann dort auch ein Novum. Ja, also das so, ja. Also es wird schon knapp, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schaffe. Also ich setze mich auch nicht unter Druck. Ich wäre jetzt nächstes Jahr drin und wenn es passt, dann passt es auch. Das ist natürlich auch ein Statement, irgendwie so 9 Monate danach quasi wieder irgendwie bei so einem krassen Lauf zu stehen mit über 200 Kilometern. Aber ja, ich glaube, das muss man auch auf sich zukommen lassen, was Körper und Kopf dazu sagen und sagen, kannst du schon machen oder ist nicht. Ja, genau. Definitiv, genau. Muss man alles sehen. Ja, aber da freue ich mich schon drauf, wenn wir da ein bisschen auch up-to-date uns halten können und da ein bisschen dich verfolgen können. Sehr gerne. Was da so passiert, weil Spartathlon und so ist natürlich super spannend. Hast du noch etwas, was du sagst, wollte ich immer schon mal loswerden, wollte ich diesen Österreichern auch schon mal ins Gesicht sagen? hab ich gar nicht, nee. Also bei Wahlen kann man bei uns immer danach sagen, sowas wie, was ist mit euch? Das geht nee, immer. Ich bin gerade super entspannt irgendwie unterwegs. Ich habe viel, aber es ist halt eine andere Geschichte, halt viel mit dem Thema Frau, Wettkampf und Schwangerschaft um die Ohren gehabt. Also wo du halt wirklich so Wettkampfregularien hast, wo du dein Geld halt nicht zurückbekommst. Und es ist halt keine Verletzung, das muss man halt sehen. Das ist halt ein Thema, das möchte ich gerne mitgeben. Und zwar alle Hörerinnen und Hörer, weil das ist ein Thema, da können wir echt noch, da haben wir Nachholbedarf. In Österreich, und alle aber Veranstalter. Auch in Deutschland. Ja. Vor allem alle Veranstalter. Also okay, das heißt, wenn du, also um nachzufassen, wenn du schwanger bist, dann kriegst du quasi nicht dein Geld zurück oder kannst nicht schieben, weil, ja, selber schuld, haben wir es haben müssen. Oder? Also ich habe hab über 3.500 Euro verloren. Und ich durfte nur bei 2 Läufen lediglich, also das war der Spartathlon, den ich nächstes Jahr machen kann. Und beim UTMB wird noch ein medizinischer Rat entscheiden, ob ich nächstes Jahr starten darf oder nicht. Und da warte ich auch die ganze Zeit auf Rückmeldung noch. Inwiefern? Das heißt, du hast sie jetzt da verschieben können? Also jein, also ich habe denen mitgeteilt, ich bin schwanger und dann haben die gesagt, okay, schick uns alles rüber, was du hast, also im Sinne von, wenn irgendwie Risiko und sonst irgendwas ist und dann entscheidet ein medizinischer Rat, ob ich meinen Startplatz auf nächstes Jahr schieben kann oder nicht. Ah, okay. Da habe ich aber, also es sollte im September entschieden werden und ich habe bisher noch nichts gehört. Alles klar, okay.
Und naja, beim Western States, da weiß man, da darf man das. Ja, bei den amerikanischen Rennen ist das übrigens fast immer so. Die sind da sehr gut aufgestellt und krass auch unterwegs, dass sie sagen, nee, wenn man schwanger ist, dann darf man auf nächstes Jahr schieben. Oder man darf sich entscheiden, das Geld zurückzubekommen. Ja, und beim Western States ist es ja mittlerweile, das haben sie, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr sogar geändert, nicht du darfst es ein Jahr schieben, sondern du kannst es schieben. Punkt. Und wenn du sagst, jetzt geht's, dann kannst du antreten. Das haben wir in Europa. Das auch sein, ja, das würde ich auch so sehen, weil jeder, der sich für den Western States schon mal qualifiziert hat, weiß, in welcher körperlichen Verfassung das die Person sein muss. Weil du gehst ja dann eh nicht dorthin und sagst, oh ja, ich war jetzt da, vor 15 Jahren war ich mal fit. Jetzt da habe ich zwar 48 Kilo mehr und gehe eigentlich nicht mehr weg, außer wenn ich aufs Klo muss von der Couch. Aber hey, jetzt Western States, aber das macht ja eh keiner. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Nein, ich glaube, das wäre höchst an der Zeit, dass das in Europa auch ankommt. Aber wir haben ja im Sommer haben wir jetzt auch eine ganze Serie gemacht, den Frau Gust quasi, zu eben Frauenthemen im Sport. Und ja, ich glaube, da muss noch ein bisschen was geschehen, dass es überall ankommt. Ja, definitiv. Aber wir haben jetzt da halt auch mit dem Patriarchat ein paar tausend Jahre Vorsprung, gell? Ja. gemach, so schnell sind wir nicht. Ja. Naja, aber ist notiert, wird verteilt. Gut, dann halte ich dich nicht weiter auf, sage herzlichen Dank, es war mir eine Riesenfreude. Ich danke euch. Schön, dass ich da sein durfte. Danke, danke und bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.